Endlich heißt es wieder, herzlich willkommen zur internationalen deutschen Supermotomeisterschaft. Wir sind hier bei der Auftaktveranstaltung in Schafheim auf dem Odenwaldring, aber es erwarten uns in der Meisterschaft noch 6 weitere Veranstaltungen, wie zum Beispiel in Oschersleben, Schleiz, Ligné, aber auch die Supermoto-Weltmeisterschaft in St. Wendel. Hier erwarten uns spannende Rennen. Wir haben wieder sehr viele Fahrer am Start, alte Gesichter, Neueinsteiger und auch Rückkehrer aus anderen Serien oder die jetzt eine Weile schon auf Pause waren. Aber am besten stellen die Jungs sich jetzt erstmal selbst vor. Hi, ich bin der Bernhard Zitzenberger, komme aus Österreich und fahre fürs Team Michelin Reifenwerke. Hallo, mein Name ist Nico Ioannidis, ich fahre fürs Team Josan und Söhne Maschinenbau. Jan Deipenbach, Startnummer 44 für KL Racing dieses Jahr und das Ziel ist ganz klar, deutscher Meister werden. Mein Name ist Peter Bannholzer, Startnummer 117, Start fürs Team Michelin Reifenwerke. Hallo, mein Name ist Eddie Frech, bin 19 Jahre alt, Startnummer 141, fahre für das Team Supermoto Style Factory und das Ziel dieses Jahr ist schnell zu sein. Hallo, Colin Weisch und Dios S1, wir sind in Schafheim beim ersten Lauf der Supermoto EDM dieses Jahr. Ich fahre wieder TM bei SMS Racing. Joshua Das. Ich fahre mit Joshua das Racing Team und mein Nummer ist 7. Hello, my name is Kevin Carlson, my number is 14 and my team is Biffens MCR. Tim Sala hier, S1-Fahrer, bin im Team ADAC Saarlands. Ja, hallo, mein Name ist Max Urbans, ich fahre für das Team KL Racing mit der Startnummer 33. So, wir stehen jetzt hier an Schafheim am Offroad an der Motocrossbahn. Hinter uns wird noch fleißig gearbeitet, weil am Freitag war es noch unklar, ob der Offroad überhaupt gefahren werden kann, weil durch die vielen Regenfälle der Boden halt noch sehr weich und tatsächlich unfahrbar war. Natürlich hat die Strecke hier in Schafheim mehr Herausforderungen als nur den Offroad. Und um euch mal zu zeigen, wie das für die Fahrer aussieht, haben wir Peter Meyer-Büchler und Colin Weischroth für euch auf die Strecke geschickt. Wir befinden uns jetzt gleich auf der Start-Zielkurve. Einfach gleich die erste Kurve nach dem Start. Da wird es gleich sicher ziemlich eng werden, glaube ich, bei den Rennen. Hier geht es vor allem darum, dass man schön von außen anfährt und relativ innen reinfährt. Man sieht sogar jetzt leicht den Schatten, dass man da ein paar Bodenwellen drin hat. Und versucht eben da ziemlich weit wieder rausfahren, dass man sich gut vorbereitet für die nächste links, dass man da schön von außen nach innen reinfahren kann. Was dann sogar wieder auf die nächste rechts auch Auswirkungen hat. Da kann man ziemlich viel Zeit verlieren oder halt eben auch gewinnen. Wir befinden uns jetzt hier Offroad-Eingang in Schafheim. Hier geht es auch eng zur Sache. Direkt nach dem Asphalt eine enge Rechtskurve. Ziemlich rutschiger Belag. Hier kommt es auch darauf an, ob man sich traut oder nicht, ans Gas zu gehen. Nicht viel Grip. Hier würde ich sagen, kann man auch viel Zeit gewinnen oder verlieren. Hier wird es in den ersten Runden im Rennen auch, denke ich, eng zugehen, auch wenn es gerade so rutschig ist. Genau. So, wir sind jetzt an einer anderen Stelle im Offroad. Der Offroad ist relativ groß für die Verhältnisse. Hier kommt man auf jeden Fall von schön weit unten nach oben auch relativ steil. Ist sehr anspruchsvoll und hier kann man auch entweder innen oder die Außenspur nehmen, Anlieger. Gibt es auf jeden Fall ein paar Stellen zum Überholen. Deswegen wird es auf jeden Fall spannend im Rennen. Dann würde ich sagen, mal schauen, wie es morgen wird. Wir sind jetzt auf der zweiten Kurve nach dem Offroad. Hier ist es ziemlich rutschig, ist so Schafheim typisch. Da zieht man ziemlich einen Staub immer raus. Hier heißt es auf alle Fälle vorsichtig ans Gas gehen. Viel Moped, viel braucht man da. Und früh aufstehen, fahren wir das Moped und irgendwie schauen, dass man Traktion und Grip kriegt. Und sind eigentlich so die Schlüsselstellen auch von Schafheim, was da gute Rundenzeiten oder schlechte Rundenzeiten ausmacht.
wir sind jetzt hier im Fahrerlager. Ich habe Kevin Röttger gefunden. 2020 bist du das letzte Mal Deutsche Meisterschaft gefahren und warst jetzt zwischenzeitlich in Schweden auf dem Motorrad unterwegs. Was sind so für dich die größten Unterschiede? Was kann man sagen? Gibt es Unterschiede zwischen der schwedischen Meisterschaft und der deutschen Meisterschaft? Ja, also es gibt auf jeden Fall die Unterschiede, die Strecken. Die sind vom Offroad natürlich nicht so gepflegt, sag ich mal, wie die deutschen Strecken. Asphalt ist ziemlich gleich, aber kleinere Strecken sind es. Das Fahrerfeld ist natürlich auch deutlich kleiner, weil einfach viel weniger Menschen dort leben. Dort haben wir auch nur zwei Klassen, in diesem Jahr auch drei mit einer Kinderklasse. Und dadurch ist natürlich auch das Fahrerfeld nicht so eng beisammen wie hier, sondern da haben wir eine Spitze, die sehr schnell ist, aber die langsamen Fahrer sind dann auch ein ganz anderes Niveau. Ja, wir sind jetzt hier bei Nico Ioannidis, letztes Jahr Zweiter in der Meisterschaft hinter Marc-Rainer Schmidt. Ich denke mal, das kann man machen, das ist eine super Leistung. Wie war die letzte Saison für dich? Vor allem die letzten Rennen, war ja dann doch noch ein bisschen spannend in Morschersleben. Ja, letzte Saison war für mich richtig gut. Ich konnte mit Marc viel fahren zusammen und er hat mir viel gezeigt, habe ich viel gelernt. Wir haben viel getestet zusammen und das hat mich schon nochmal einen Schritt vorwärts gebracht. Und, ja. Ich sehe, ihr seid dann noch in der Vorbereitung. Motorrad steht im Moment noch ohne Räder hier. Aber ihr seid ready für die Rennen heute Mittag. Auf jeden Fall. Okay. Was denkst du, mit wem wirst du da am meisten, ich nenne es jetzt mal Ärger, auf der Strecke haben? Wer wird da so ein bisschen dein härtester Konkurrent sein? Ach, das Feld ist so eng beieinander. Ich würde sagen, wir sehen es in den Rennen. Das ist schwer zu sagen. Es ist eng beieinander. Wir werden sehen. Ja, jetzt wird dann heute noch ein bisschen eine spezielle Herausforderung für dich. Du hast mir erzählt, im Training ging ein bisschen was schief. Was ist passiert? Ich habe im ersten freien Training am großen Table unten einen Kick bekommen. Bin fast über den Lenker gekommen und bin dabei extrem ins Hochkreuz gegangen und habe mir da meine Bandscheibe wieder zerstört. Auf gut Deutsch. Ich bin, glaube ich, hier der langsamste im Fahrerlager. Zumindest zu Fuß. Zu Fuß, ja. Ich habe ziemlich große Schmerzen, aber wir wollen halt einfach Punkte mitnehmen. Das Jahr ist lang. You never can win the championship on the first race, you just can lose it. So, jetzt stehen wir hier bei Eddie Fresh. Kannst du ein kleines bisschen sagen, so der Shooting-Star in der S1, bist noch nicht so lange in der S1 dabei, aber trotzdem schon ganz vorne mit am Start. Ja. Letzte Saison haben dich so ein bisschen technische Probleme und so Stürze ein kleines bisschen ausgebremst. Was war los? Ja, also in Schleiz ging es gleich los im ersten Lauf mit einem Ausfall. Den zweiten Lauf konnte ich dann auf Platz 3 beenden, glaube ich. Und dann über die Saison hatte ich noch zwei Startgerechts. Einmal hier im Schaufall, im zweiten Lauf, glaube ich, war das gewesen. Und ja, für mich lief die Saison eigentlich ganz gut. Ich war zufrieden. Und mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Okay, du hast jetzt schon alle Trainings, Zeittrainings, Warm-up hinter dir. Also wir stehen jetzt quasi kurz vor dem ersten Rennen. Was sagst du zur Strecke Offroad? Ja, also der Offroad ist ganz schön zerbombt, also muss ich echt sagen. Das kommt mir aber ganz schön entgegen. Also es ist echt cool, mal einen schönen Offroad zu haben. Die sind alle schön, aber hier ist halt mal, kommt mir das Motocross-Fahren sehr entgegen. Und gestern im Zeittraining hatten sie nochmal geschoben. Da war der Offroad dann nicht mehr ganz so schwer, aber auch mal cool. Und bin gespannt, wie es jetzt im Rennen aussieht. Asphalt ist gut, ein bisschen rutschig, aber das kriegen wir hin mit ein bisschen Reifen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Ergebnisse in den Rahmenklassen. In der Klasse S2 war es Falk Rainer, der mit einem Doppelsieg die Tabellenspitze belegt. Danach Tobias Wind und Paul Ulrich. Lukas Hauser belegte in Klasse 3 den ersten Platz, auf der 2 Ralf Ebert, auf Platz 3 Marcel Rauch-Lochner. Bei den Youngstern war es Paul Müller, der sich an die Spitze setzte, gefolgt von Till Albrecht und Lasse Welch. Aus dem Finale der Klasse S4 ging Nicola Thier als erster aus dem Rennen, gefolgt von Christian Reis. Der dritte in der Tabelle ist Gerard Guittard. Bei dem Rennen der Junioren und Rookies war es Leandro Arena, der sich nach einem spannenden Rennen den ersten Platz sicherte, gefolgt von Paul Niewöhner und Levin Heimann. Bei den Rookies belegte Nick Hopp den ersten Platz. In der Klasse Ü40 war es Diogo Almeida, der in diesem Jahr als Meister mit der Startnummer 1 an den Start ging, gefolgt von Dieter Niedermüller und Christoph Bartsch. Das geht.
ist es endlich startfrei für die Klasse S1. Bereits im ersten Lauf machte Eddie Frech klar, was seine Mission für die Saison 2024 sein würde. Vom Start weg setzte er sich von der Pole Position aus an die Spitze, wo er mit Abstand den Sieg ins Ziel brachte. Nach wenigen Runden war das Line-Up Eddie Frech, Nico Ioannidis und Jan Deitenbach. Deitenbach, der bei einer unglücklichen Landung beim Training mit starken Rückenschmerzen an den Start ging, fand keinen Weg an Nico Ioannidis vorbei und musste sich mit dem dritten Platz zufrieden geben. Noch viel spannender war es dann in der Verfolgergruppe. Bernhard Hitzenberger, Peter Bahnholzer, Colin Beischon und Peter Meyer-Büchler kämpften hier über die gesamte Renndistanz Rad an Rad um den vierten Platz. An der Spitze dieser Gruppe Bernhard Hitzenberger. Bahnholzer gelang es am zweiten Table im Offroad Hitzenberger im Sprung zu überholen, sich von der Gruppe abzusetzen und den vierten Platz von hier aus sicher ins Ziel zu bringen. Dann war Colin Beischon am Zug. Erst holte er sich im Offroad die sechste Position von Meyer-Büchler zurück, um dann in der Final Lap noch in letzter Sekunde an Hitzenberger vorbeizuziehen und sich den fünften Platz zu sichern. Raus aus dem Offroad. Euer Sieger, Eddie Frech, Nico Ioannidis auf die zweite Position und dann Jan Deitenbach auf 3, Peter Bahnholzer, der Rückkehrer auf der 4, vor Colin Beischroth, der noch vorbeigegangen ist an Bernhard Hitzenberger, der Sechste wird Peter Meyer-Büchler. Hallo, Eddie Frech, mein Name, habe gerade den ersten Lauf in Platz 1 gewonnen. War ziemlich schwierig, bin am Start gut weggekommen, Jan ist dann nochmal vorbei, den konnte ich dann mit dem Hauptboot in der ersten Runde überholen. Und dann ein einsames Rennen gefahren, gut Grip gehabt und ja, danke allen, die mir bis hierher geholfen haben. Im zweiten Lauf wieder Eddie Frech. Holdshot, Führung, Laufsieg. Am Ende geht er mit über 13 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Danach im Feld wieder Jan Deitenbach und Nico Ioannidis. Dieses Mal aber mit Hitzenberger, Meyer-Büchler und Weischroth im Nacken. Diese Fünfergruppe hatte einiges an Action zu bieten. Vor allem Ioannidis kämpfte hier mit harten Bandagen, um an Deitenbach vorbeizuziehen. Ausgang Offroad, dann der Durchbruch. Ioannidis und Hitzenberger setzen sich vor Deitenbach. Hitzenberger rutscht aber und verliert diese Position schon wieder wenige Meter weiter. Jetzt waren es also Ioannidis, Meyer-Büchler und Weischroth, die um die verbleibenden Plätze auf dem Podium kämpfen. Bei einem spektakulären Ausrutscher, bei dem Ioannidis einen schon fast unausweichbaren Sturz noch irgendwie retten konnte, geht Meyer-Büchler vorbei und lässt Ioannidis mit Beischrot im Nacken hinter sich. Dann Ausgang Offroad. Ioannidis stürzt an der Stelle, an der er sich soeben noch an die Position 2 gesetzt hatte. Beischrot, jetzt auf Position 3, bringt diesen Platz sicher ins Ziel, hinter Peter Meyer-Büchler auf Platz 2. Die kompletten Rennen der S1 sowie die jeweils zweiten Läufe der Rahmenrennen könnt ihr euch auf dem YouTube-Channel der Supermoto IDM nochmal anschauen. In der Meisterschaft steht nach dem ersten Lauf nun Eddie Frech mit einem Doppelsieg an der Spitze der Tabelle. Danach kommt Jan Deitenbach, gefolgt von Nico Ioannidis. Platz 4 Peter Meyer-Büchler, 5 Colin Beischroth. Peter Bahnholzer sicherte sich die Position 6, gefolgt von Bernhard Hitzenberger auf Platz 7. Geiles Wochenende, ne? Ja, bin jetzt beim Start nochmal hingebaut und alle ruhiges Rennen. Ja, war dann sehr ruhig, ne? Kannst du dir noch mal im Livestream anschauen, was dahinter los war, denn da war es alles andere als ruhig. Ja, ich habe schon eine Schraubwolke mal gesehen im Augenblick und ja, habe mich gewundert, was da los ist. Ja, da war eine Menge los. Aber gut, unser Sieger hier und damit nächstes Rennen, Red Plate, Eddie Frech. Wir verabschieden uns nun aus Schafheim und sehen uns wieder am 8.9. Juni in Ligny.